Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video mit eurem Chronostaff und der gute Robin ist heute mit von der Partie. Wieder, ja, nach Mal einem wieder. Jahr oder so. Ja, Ja, das. aber gibt ja schon genügend andere Promotion-Videos mit dir, ne? Nur weil es länger her ist, heißt es nicht, dass das Zeug verschwindet. Ja, Und das ist schon richtig. Und Max hat ein neues Mikro, richtig. ja, und da wir gerade vom Verschwinden reden, ein Schiff ist kürzlich von unserer Werft-Map verschwunden, das sich Cap Arcona nennt und das wir hier gerade sehen, das aber lange nicht verschwinden wollte. Ja. Und ja, nun, da wir ja jetzt das Ganze hinter uns haben und du diese Qualen endlich durchgestanden hast, Oh ja. kannst du uns vielleicht mal grob in das Schiff einführen, mal einen groben Natürlich. historischen Abriss geben? Ach, das wird fantastisch. Also, die Capacona, ja. Wie der Name schon sagt und wie man auch an der, ja, von, an, am, aus, am Exterieur erkennen kann, ist das ein Hamburg-Südschiff. Ja. Von der Hamburg-Südamerikanischen Linie. Und sie wurde nach dem Capacona auf der Insel Rügen benannt. Nur der Unterschied ist, dass Capacona auf Rügen mit K geschrieben wird und nicht mit C, aber für das Schiff haben sie mit C geschrieben. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht warum, aber es wird einen Grund gehabt haben. Ja. Genau. Und das Schiff lief am 14. Mai 1927 vom Stapel. Und, okay, Wikipedia sagt mir gerade, dass sie als eines der schönsten Schiffe ihrer Zeit galt. Ja, die erste Klasse kann ich bestätigen. Wir werden es auch gleich sehen, ja. Was die anderen Klassen betrifft, ist in Ordnung, genau. Die Jungfernfahrt fand dann am 19. November 1927 statt, von Hamburg aus. Und zwar nach Argentinien. Ja, das war die Jungfernfahrt. Und ja, Hamburg Süd, also es gab nicht viele Reedereien, die halt nach Südamerika gefahren sind. Die wichtigsten waren halt Hamburg Süd und die French Line, die auch was mit Süd zu tun hat, den Namen ich vergessen habe, weil das Max weiß den Namen Die bestimmt. Kompanie Atlantic Süd oder sowas. Ja, irgendwie so. Aber tatsächlich war die Capacona das größte Schiff auf dieser Route. Sehr lange. Bis dann die L'Atlantique gebaut wurde. Sie wissen schon, der Schulbus, der schwimmende. Kleine Werbung am Rande. Der gute Doku hat sie gebaut und hat sie schon released. Wird sie noch releasen? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin momentan nicht so up to date, was Minecraft-Sachen betrifft. Aber wenn ihr das Konkurrenzschiff sehen wollt, dann schaut mal jetzt oder die Tage, ich weiß nicht genau, bei dem guten Doku vorbei. Doku 200, müsste man kennen. Hat auch bei Contest mitgemacht. Der hat nämlich die L'Atlantique gebaut und das war halt der größte Konkurrent zu Capacona. Hat man mal einen schönen Vergleich, den man sich anschauen kann. Genau, so viel dazu zu der Werbung. Genau, ein paar Fun Facts noch zu Capacona an sich. Ich weiß nicht, ob es auf der Jungfernfahrt war oder auf irgendeiner Fahrt. Eine Frau hat ein Kind bekommen an Bord. Und das fanden die großartig, die Reederei und die Leute an Bord. So dass halt dem neugeborenen Kind dann für Lebzeiten Reisen umsonst auf der Capacona oder Hamburg Südschiff, ich glaube auf der Capacona gewährt wurde. Problem ist allerdings, dass das Kind wahrscheinlich nie wieder mit der Capacona gefahren ist und dadurch, dass die Capacona ja versenkt wurde, dazu kommen wir gleich, ja, konnte sie das nicht nutzen, was schade ist. Ich hätte es genutzt, ja, ich meine. Umsonst auf dem Schiff zu fahren, für immer. Das Da wäre war die schön. Passagierbilanz dann +1. Ja, genau. Also, nicht viel passiert. Also, halt die Liniendienst war halt Hamburg, Madeira, Rio de Janeiro und Buenos Aires. Das war halt so, ja. Genau, also bis 1939 August sind mehr als 200.000 Passagiere auf 91 Reisen transportiert worden. 91 hört sich gar nicht mal so viel an, tatsächlich. Aber man muss bedenken, das Schiff fährt auch lange. Also nach Südamerika ist ein anderes Kaliber als halt nach Amerika. Genau. Und sie haben später das Schiff umgebaut und einen neuen Anstrich verpasst. Also der weiße Bereich war ein Deck weiter tiefer und ein paar Sachen wurden umgeändert im Interieur und so. Die Version, die ihr hier jetzt seht, ist die Jungfernfahrt-Version, sollte es zumindest sein. Es kann sein, dass da ein paar Sachen vermischt werden. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, nee, eigentlich dürfte das passen um den Dreh. Es gab aber zwei Pläne aus derselben Zeit mit unterschiedlichen Crew-Belegungen in der Crewstraße da unten. Deswegen kann sein, dass man da vielleicht ein paar Fehler findet, weil die beiden Pläne haben die unterschiedlich platziert in den Kabinen. Ich weiß nicht wieso, aber die dürfte auf jeden Fall irgendwie stimmen. Genau. Genau, dann ist der Krieg ausgebrochen.
Und ab 1940 wurde die Capacona als Hilfsbeischiff von der deutschen Kriegsmarine verwendet und ist halt in der Ostsee verblieben. Genau. Und es wurde dann später noch als Wohnschiff genutzt. Da gibt es auch Fotoalben von und da gibt es auch ein paar Fotos, kann man im Internet finden, wenn man danach sucht, also Wohnschiff. Dann, wurde das Schiff angeblich bei dem Titanic-Film von 1943 als Kulisse benutzt. Dem widerspreche ich mal gerne, weil zu dem Zeitpunkt, wo der Film gedreht wurde, dürfte das Schiff schon grau angestrichen sein und alle Aufnahmen, die es von außen zumindest zeigen, zeigen das Schiff noch in ihren Liniendienst, weswegen ich davon ausgehe, dass die Aufnahmen einfach aus dem Hamburg-Südarchiv stammen. Und das Interieur ist auf keinen Fall die Capacona, auch nicht die Brücke. Also wenn euch jemand erzählt, dass die Capacona die Kulisse für den Titanic 1943-Film war, vergesst das sofort, es stimmt nicht. Das kann man ganz einfach testen, indem man sich das Interieur anschaut und dann vergleicht. Auf keinen Fall. Das Einzige, was gleich war, ja, war das Geländer der Treppe im Film. Aber nur das Geländer, ansonsten war alles anders. Verstehe ich nicht. Also ja, nur damit man das schon mal aufgeklärt hat. Genau, und dann wurde es halt gegen Ende 1945 wurde es halt beschlagnahmt von der Waffen-SS. Und man hat dann halt da aus den KZ Fürstengrube und glaube ich anderen KZ Neuengamme, genau, haben die einen Todesmarsch, als dann die Russen kommen und die Amerikaner halt zu einem Hafen gemacht, wo die Capacona stand und halt die ganzen Häftlinge auf die Capacona verfrachtet. Wo man bis heute nicht weiß, was sie mit denen vorhatten. Das ist so eine Kontroverse, weil das war ein bisschen, also das war ein bisschen seltsam geplant. Auf jeden Fall waren 7500 Häftlinge an Bord. Und dann wurde das Schiff am 3. Mai versenkt. Und zwar von den 184. Squadron der Royal Air Force. Weil die dachten, das wäre halt ein Kriegsschiff. Ja, und die wussten halt nicht, dass da KZ-Häftlinge drauf waren. Und dann haben sie das Schiff halt versenkt. Das Schiff hat dann angefangen zu brennen, weil ich glaube auch Treibstoff in die Schächte gekippt wurde. Also es war wahrscheinlich schon geplant, dass das Schiff abzubrennen, aber der Auslöser war dann halt dann die Angriffe der Briten. Das sind gar nicht 7000, es waren auf zwei Schiffe verteilt, Capacona und der Thielbeck. Auf jeden Fall sind 6400 Häftlinge gestorben auf beiden Schiffen zusammen. Was die Capacona auch zu einem der schlimmsten Unglücke im Krieg, also Schiffsunglücke im Zweiten Weltkrieg und generell gemacht hat. Ja, das war so ein bisschen längerer Abriss, aber ja, das dürfte, glaube ich, ausreichend sein für unsere Zwecke, nicht wahr? Okay. Gut. Nach einem glamourösen Release-Video, das ich ja mühsam zusammengestellt habe, wollen wir vielleicht diesmal auch noch ein bisschen was sagen, was vielleicht an Erklärungen notwendig ist zum Interieur. Keine Ahnung, ist jetzt auch nicht so mein Fachgebiet hier, ist ja dein Schiff. Ja, kommen wir doch hin. Ja, genau, deshalb. Oder was meinst du? Beginnen wir jetzt wo? Auf der Brücke. Ja. Ja, also nur mal ich will nur mal Dank aussprechen. Das Exterieur hat hauptsächlich Wachs gemacht. Und Janis. Doch, Janis hat auch, oder hat Janis? Doch, klar, ich bin vergesslich. Michael hat die Teppiche gemacht, wie immer. Die Küchen, natürlich. Mit Max, die wurde noch ein bisschen überarbeitet später und so, dies, das. Urlaub hat Max, glaube ich. Ich muss gestehen, als das hier von den anderen Leuten gemacht wurde, war ich nicht da. Ich war mental nicht dazu in der Lage, das Schiff ist böse, deswegen weiß ich echt nicht, wer genau was gemacht hat, aber das, werdet ihr im Planet Minecraft dann wahrscheinlich lesen können, weil ich nochmal die Leute frage. Mach mal da eine genaue Liste. So, fangen wir an, hier ist die Brücke. Vielen Dank übrigens an Janis, dass er die Bilder gefunden hat, die mein Leben schwerer gemacht haben und ich die Brücke neu bauen musste oder neu bauen belassen musste. Hier ist übrigens mein Stressbewältigungsbär, hat mir Michael geschenkt, den brauchte ich dann. Das war schön. Der ist auch hier, auch in der Release-Version, könnt ihr gerne hier angucken. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall die Brücke, kann nicht viel zu sagen, was eine Brücke ist. Ja, das ist halt mit schönen Einheiten, wo ich nicht genau weiß, was alles das hier ist. Das ist der selbstfahrende Kompass oder die Selbstfahreinheit. Die haben viele deutsche Schiffe gehabt in die Zeit. Reliance, glaube ich, auch. Kennt man. Ja. Columbus, alles. Kartenzimmer, hallo. Ja, es ist halt ein Kartenzimmer. Unwichtig. Deswegen gehen wir direkt zum Kapitän. Der Kapitän hat ein Schlafzimmer. Ich glaube, hier müsste ein Fenster hin, aber ich glaube, es hat nicht gepasst, platzmäßig, wegen Doppelwände und so. Tut mir leid. Und hier ist sein Sitting Room. Genau. Nett. Schön. So. Dann
Offiziere ist unwichtig. Wir wollen ja nicht so lange hier sein. Das Schiff ist groß, ich will es aber nicht lange machen. Genau, hier Rettungsboote. Stationen wurden neu gebaut. Für Max war ursprünglich anders. Also nicht ganz Stationen, sondern hier dieses Umlaufengeländer. Genau. Und wie man erkennen kann, ist es sehr interessant, das Topdeck, also dass es überhaupt so ein hohes Topdeck hat, ist erstmal schon mal eine interessante Sache. Also sehr modern, dass die Rettungsboote halt eine Ebene drunten sind und dass halt hier oben halt keine Rettungsboote sind und man hier frei rumlaufen und alles sehen kann. Das ist schon für die Zeit schon ordentlich. Man beachte die hässlichen Vents hier, die sehr schrecklich sind, weil so viele hässliche Vents habe ich noch nie auf einen Haufen gesehen und waren auch sehr schrecklich, ja. Aber das ist so. Nee, ich lasse gerade mein ganzes Leid ein bisschen raus, Leute. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber, die erste Klasse. Mit ein paar lustigen Schildern hier wie Sportdeck. Und hier haben wir auch ein Schild. Nicht, dass hier steht nichts mit Eingang. Nee, ich habe ein Foto. Hier steht, also ist so ein Pfeil, dass da unten die Radio Station ist. Ja. EY Radio Station. Nein, das ist ein Pfeil nach unten. Ich weiß ja, nicht, wie ja, das ist. Ja, ja, ja. Also, willkommen im Treppenhaus der Capacona. Das ist wahrscheinlich nicht das Haupttreppenhaus, auch wenn ich das immer so gesehen habe, weil bei mir ist immer das vorderste Treppenhaus das Haupttreppenhaus, aber das stimmt ja nicht überall. Bei Imperator-Kasse ist es ja auch nicht so. Hm. Ja, das ist halt das nette Treppenhaus mit einer netten Uhr. Und hier direkt ohne Beschriftung das Kinderzimmer der ersten Klasse mit sehr vielen Gemälden und Blumen an den Decken und halt sehr viel Gemahlen und Spielzeug. Genau. Also, ja. Ja. Ist ganz nett. Hier schöne Straßenlaternen, die wir haben, die halt leuchten. Das ist auch ein nettes Feature. Kann man so sehen. Sogar eine Toilette hier. Wenn man es eilig hat, hat man hier Toiletten sogar hier oben. Weil ja, das finde ich gut. Nicht, ja, gut dann gedacht an die Leute. Hier haben wir noch so eine Erhöhung. Die ist ein bisschen zu hoch in Minecraft, weil es hat was mit dem Raum unten zu tun. Aber hier kann man sich hinsetzen und ja, alles genießen. Ja. Ja, hier ist das hintere Treppenhaus. Ist ein bisschen größer, weil ich gemeint habe, später wurde es umgebaut. Die Kuppel wurde später entfernt. Und das ganze Dach war eine Kuppel. Also nicht, wie soll ich das erklären? Es waren halt einzelne Löcher hier verteilt in Abständen. In der Decke einfach. So, das heißt, Die Adriatic-Glaskuppel nur ohne das Schwarz-Weiß-Glas, sondern nur die Überdachung so flach und oder Titanic einfach. Halt. Nur halt großflächig auf den ganzen Raum verteilt. Aber ich weiß nicht, warum die es gemacht haben später, aber ist so. Die haben auch später das Vordertreppenhaus ein bisschen mehr abgerundet. Ich weiß nicht, ein paar Sachen haben sie, waren sie nicht so toll. Hier hinten ein Feature, was komplett neu war und ich glaube zu der Zeit auch nur hier war. Mir fällt kein anderes Schiff ein. Nee, mir fällt echt kein anderes. Nee. Ich glaube, die Capacona war das einzige Schiff. Wahrscheinlich wird Janis mich jetzt umbringen, weil ihm komischer Italiener hat er bestimmt auch sowas, aber mir fällt gerade nichts ein. Aber dieser Sportbereich hier ist sehr einzigartig für die Zeit. Ja. Und man konnte den Sportbereich für verschiedene Sachen umbauen. Für verschiedene Sportarten. Ich hab's jetzt nicht auf dem Schirm. Aber man konnte hier die Sachen umstecken und den Boden, also das ist wahrscheinlich mit Kreide aufgemalt. Man konnte halt sehr viele verschiedene Sportarten hier spielen. Es gab auch ein Minigolfplatz hier hinten, den man aufbauen konnte, laut einem Plan. Ob das gemacht wurde, weiß ich nicht. Ich habe kein Bild davon gesehen, aber hier konnte man einen Minigolfplatz aufbauen. Ja, das so viel dazu. Ganz interessant. Gut. Dann kommen sie wieder nach vorne. Ja, ist ein bisschen blöd, aber... Ah, übrigens, die netten Ohren hier oben sind dafür da. Man konnte entweder oben die vier, Takelage-Linien... konnte man entweder so spannen, dass das vier von vorne nach hinten gehen, oder man konnte die zwei abkapseln und die in die Ohren hier, also ich nenne sie Ohren, hier stecken. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, ja. Aber man konnte das tun. Momentan ist hier nur was verankert und ja, genau, nette Ohren, auf jeden Fall. Kommen Sie wieder rein. Hier unten. Nette Ohren. Ja, nenne ich so. Ich glaube, es wird ein sehr langes Video, eigentlich sonst keine Runde, aber es tut mir leid. Also hier unten haben wir das erste Passagierdeck mit Kabinen und halt der Funkstation. Hier wurde halt gefunkt, normal halt, wie man es kennt, aber auch gleichzeitig auch... Robin war auch nicht in der Lage, diesen Raum zu bauen. Der kommt auch von mir. Stimmt, ich hasse technische Räume. Bei mir, mit mir geht es halt langsam zu Ende und mein Hals ist gerade sehr trocken. Hilfe. Hier wurden halt Sachen entgegengenommen, Telegramme, die konnte man hier an diesem schönen Tisch schreiben. Und ja. Dann gehen wir ein paar Kabinen rein. Die Kabinen sind alle copy-paste. Also wortwörtlich, die sind auch in echt copy-paste, weil die halt sehr, ja, simpel sind. Sind auch Einzelkabinen.
halt ein Bett, ein Schreibtisch, ein Nachttisch, Waschbecken und ein Schrank, eine Heizung und ein bisschen Licht. Und das zieht sich halt durch alle Kabinen halt hier durch. Hier nicht, weil hier in der Stadt ist. Gehen wir mal ganz kurz in die größte Kabine, die ist hier ganz vorne. Die ist also auch meine Lieblingskabine von allen hier, weil sie als einziges ein ganzes Sofa hat. Also wenn man allein reist, dann ist diese Kabine top, weil du hast halt alles, was die anderen haben, nur plus großes Sofa und, das Max schon zeigt, eine coole Aussicht nach vorne, die ist super. Zur Seite nicht, weil da ist halt die, der Leuchtturm im Weg für die, roten und grünen Nocklichter, genau. Genau. Ja. Kurz, damit wir es abgehakt haben, ein Toilette, also hier Lavatory, so haben wir einmal gesehen, mit Bädern, Toiletten hier, bla bla. Mit einem Ausguss sogar hier noch, schön. Genau, ja, damit wir schon mal gesehen haben, dann können wir wieder aus. Aber es sind auch Frauen sehen es auch gleich aus, weil ich sehe es, glaube ich, auch gleich, gleich aus, ich kann nicht mehr reden. Ah, Aufzug haben wir hier, wir haben ja Aufzug noch. Ja. So, jetzt kommen wir zum meiner Meinung nach schönsten Raum an Bord. Folgen Sie mir. Und zwar dem der Wintergarten, ja. Der Wintergarten, ja. Hallo. Mm. Hier ist der Wintergarten. Die Farben sind korrekt, komplett, dürften. Weil ich hatte zwei Farbfotos von dem Raum. Das heißt, ich habe wie nach dem besten Gewissen versucht, das hier alles so zu machen. Genau, wir haben hier, also, ihr kennt wahrscheinlich, warum ich den Raum hier mag, weil diese große Kuppel, dann die Farben, die hier drin sind, die halt ich versucht habe, so gut wie möglich nachzubilden. Mhm. Dann diesen Brunnen hier, der ist kein wasserfest, weil das wäre ein bisschen, funktioniert nicht ganz mit dieser netten kleinen Statue. Ich weiß nicht genau, welche Frau das darstellen soll, kennen sich bestimmt ein paar Leute aus. Und die ganzen Pflanzen halt generell, das ist halt sehr warm hier und nett ist, deshalb ist halt, Wintergarten halt. Und die Fenster gehen bis zum Boden. Okay, die Aussicht ist, aber... Ja, ja, man guckt halt Rettungsboote an. Und wir haben natürlich schöne Verzierungen auch hier. Und genau. So viel dazu. Hier ist das hintere Treppenhaus, das man als halt Haupttreppenhaus erkennen kann. Auch mit dem Aufzug. Hier oben befindet sich nicht viel, außer eine Pantry für den Wintergarten halt. Also ist halt wie ein Café wahrscheinlich genutzt, hier so Pantry. Ja. Genau, schauen Sie ruhig rein. Keine Scheu, geht's da rein? Ja, ist eine Pantry, hallo, also... Die habe ich selbst gemacht, nur so, weil normalerweise, ja. da war ich noch gut gelaunt. Ja, weil, aber wir kennen das Interieur, so diese Boiler, die du hier gemacht hast, oder auch den Kupferwasserboiler, das kennen von der Olympic, weil die Olympic-Klasse setzt hier immer die Baustandards und die Capacona war zu der Zeit hier halt auch auf dem Server und natürlich erkennen wir hier Designs wieder, genau wie das auch in der Tirpitz-Klasse der Fall sein wird und teilweise schon ist. Also die Schiffe sind jetzt designtechnisch alle miteinander verwandt, zumindest was das Minecraft-Design betrifft. Genau. Ja, und so ein Tipp für die Zukunft. Penke schreibt man mit Ä. Es geht vom Ausschank, daher kommt das. Aber Leute, vom Schankwart und nicht vom Schinken. Moment. Vielleicht gibt es eine neue Rechtschreibreform und jetzt schreibt man es mit E. Ich habe es noch mit Ä gelernt, ich weiß es nicht, aber das können wir am besten auch nicht in den Kommentaren diskutieren. Das ist nicht der richtige Ort dafür. Wollen wir uns ums private Speisezimmer kümmern? Ja, sie haben mich gerade schockiert, aber ja. Moment. Da haben sie, das kann ich nicht unkommentiert lassen. Mhm. Ich gehe schon mal rein. Nee. Mhm. Ja, ich habe mir schon... Ja, ich habe mir schon was gedacht. Moment. Ich bin damit, dann erklären wir das hier mal auch, wenn ich es finde. Moment. Okay, ich finde es gerade jetzt nicht auf dem Plan. Aber ich habe ja einen Plan auf jeden Fall. Und dort steht halt... Also mit E steht das auf dem Plan. Auf dem Plan steht das... Mit E. Also kein Ä. So wie ich es geschrieben habe. Deswegen habe ich es auch so geschrieben. Ich habe es hier auf dem... Okay. Habe ich so noch nicht gesehen, aber manchmal hat man ja auch teilweise Brot mit D geschrieben, also früher. Ja, das waren gute Zeiten. Genau, eine private Speisesaal kann man buchen wahrscheinlich. Die Tische kann man verrücken zum großen Tisch in der Mitte. Hm. Ursprünglich dachte ich, dass diese Wandvertiefungen hier Gemälde sind. Dem war nicht so, es waren Tapeten mit einem Blick
auf den großen Speisesaal. Kann man dann hier runter winken oder was? Ja, kann man angeben. Kann man hier stehen und sagen, ja, Geringverdiener, und dann ist man halt hier oben. Hier sind die Geissens drin. Ja, gehen wir hier runter. Hier haben wir eine weitere Bronzestatue, die steht eigentlich ein bisschen weiter vor, aber ja, eine Minecraft-Ding steht jetzt hier halt drin, ist auch nett. Und hier sind wir in der Halle. Mhm. Ja, das ist halt, also das Ding heißt wirklich Halle. Das ist halt eine Halle, wie der Name schon sagt. Und hier haben wir so eine kleine Bibliothek-Ecke tatsächlich. Also das ist so die Halle plus Bibliothek. Kann man sich hier Bücher rausholen, hier schreiben und so. Ja, halt generell alles machen, was man halt so spaßig findet und möchte. Gehen wir erstmal nach hinten. Hier haben wir so eine andere Seite. Hier haben wir so eine Vestibüle. Hinten, ja. Ja, hinten. Hier haben wir so eine Vestibüle mit einem Piano halt und einer Garderobe halt für den Speisesaal. Und genau, hier ist dann der Speisesaal itself. Sehr groß. Bin Farben, war ich bis heute nicht sicher. Wenn jemand eine Quelle hat, welche Farben das sind, dann also Boden und die Tapeten, wäre ich sehr dankbar tatsächlich, weil ich weiß es bis heute nicht. Ich fand nur diese Farbkombi eigentlich angenehm, deswegen habe ich das so gemacht. Und es ist ein sehr großer Speisesaal, also wie man erkennen kann. Große Speisesäle waren ja in der Zeit. Also, ja, genau. Da ist ja immer ein gutes farbliches Gespür. Ja, nur zufällig, ne? Also, ja, ja, wie viel da schon wahr geworden ist. Wir haben was übersprungen, traurigerweise. Müssen wir ganz kurz nachholen. Kommen wir hier rein. Ach, hier ist die Musiker-Plattform. Ja. Um uns zu erreichen. Hier ist ein Kino, nur ganz kurz. Ah, da läuft der Engel. Ja. Moment, das ist ja. Genau, wir haben das hier übersprungen. Den Deck haben wir übersprungen. Ja, das Deck ist ein bisschen was Erhöhtes, habe ich es übersprungen. Ist halt, hier ist das Deck mit den Booten, ein bisschen Promenade und so, wie man hier sehen kann. Hier ist ein Gewächshaus und interessant. Aber hier ist die Sporthalle. Ja, auf dem Schiff kann man sehr viel machen. Ich sage immer, die Sporthalle auch sehr hoch, sehr geräumig, sehr gut ausgestattet. Perfekt. Kann man nichts anderes sagen. Finde ich top. Hat Max gemacht. Ich war hier auch irgendwie am Verzweifeln. Ja. Die Quellers geben, genau. Also die Schiffe gehen uns nicht mehr so leicht von der Hand. Ja. Wird schon schwieriger, aber es liegt wahrscheinlich auch teilweise an dem Detailgrad und an einem Grad der Information, die man halt hat, ne? Das Schiff ist einfach schrecklich, sollen wir jetzt sagen, das ist ein Spaß. Ah, ba. Ich habe was eingebaut, ja. Weil dadurch, dass das hier so mit der Decke so funktioniert, weil die so niedrig ist, so zwischendurch, habe ich hier was eingebaut, weil ich Platz dazu hatte. Leider konnte ich das nicht überall machen. Ich wollte erst einen Comment-Block machen, aber hat nicht funktioniert. Der Name sagt schon, wenn man das hier ausmacht, dann leckt es ein bisschen Kurs. Ja, und dann ist die Deckenbeleuchtung und diese Seitenbeleuchtung, die integriert ist, aus. Also, aha. Leider konnte ich die Tischlampen dadurch, also die Tischlampen kann man halt nicht machen, das ist das Problem. Aber wenn es hier keine Tischlampen, die Licht erzeugen würden, dann wäre der Raum komplett dunkel. So eine kleine Spielerei, keine Ahnung, vielleicht mag man das vielleicht auch nicht. Schadet nicht. Playfeature macht da nichts kaputt. Also, das ist jetzt nicht was irgendwas wie in den. Erinnert mich ein bisschen an meine Queen Mary 2, wo ich dann diese Kuppel da im Dining Saloon oder im Hauptrestaurant, im Britannia Restaurant, konnte man da auch das die Kuppel auch cool, ausmachen. Ja. Dann haben wir einen Seitengang, wo man halt also sitzen kann. Ich will nicht viel zu sagen. Das Stil verändert sich sehr gerne von den Räumen hier. Also, immer unterschiedliche Stile. Ja. Hier ist die Promenade. Mit einer verglasten Front und einer freien Seiten. Ja, also es ist eine sehr große Promenade. Kann man sehr schön promenieren. Also für jedem was dabei. Genau. Bei Nacht ist sie bestimmt toll. Bestimmt. Bei Nacht. Und hier ist der Festsaal. Wie man hier schon erkennen kann, das ist ja schon so zentrisch hier, so ein Zentralbau angerichtet. Mhm. Auch mit dem zentralen Deckengemälde hier. Mhm. Hier haben halt Tanzveranstaltungen und andere Veranstaltungen stattgefunden. Dann man konnte den Teppich halt wegrollen, dann konnte man halt in der Mitte tanzen, deswegen halt Festsaal. Später waren hier nicht mehr diese Lampen, sondern hier wurden dann Spiegel eingebaut hier. Das ist so dieser Umbau, den ich meinte, wo ich nicht genau weiß, warum die es gemacht haben, aber später waren halt Spiegel in den Säulen drin und nicht mehr diese Lampen. Ja, genau. Ja. Dafür dazu. Hier ist das andere Treppenhaus. Das ein bisschen seltsam ist, weil man. Ja, da kommt jetzt das Vordere wieder runter und so, ne? Also, man trifft sich hier. Und hier ist das Smoke Room. Auch sehr geräumig, auch sehr nett. Der Kamin ist. Ich mag den Kamin, der ist toll. Der ist aus so Marmor. Ja, mit so. Mit einem Gemälde. Irgendwas mit Arbeit. Das Motiv hat irgendwas mit Arbeit zu tun. Ja, irgendwas mit Arbeit. Das ist der nette Kamin. Hat er auch ein Farbfoto von der Ecke hier, deswegen. Problem ist aber, dass in echt das Holz ist in echt eigentlich heller. Das ist so eine Art, ein bisschen rötlicher.
könnte Kirschholz sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, das wird bestimmt irgendwo beschrieben. Aber in Minecraft haben wir so eine Holzart halt nicht. Weswegen, ja. Es leider dieses dunkle Holz ist. Ja, so viel dazu. Gut. Dann sind wir auch schon mal durch mit der ersten Klasse. Also, okay, sind wir nicht. Okay, sind wir nicht. Moment. Mit den öffentlichen Räumen. Okay, sind wir auch nicht, aber mit hier oben. Ja. Ja. Hier oben ist halt sehr viel konzentriert. Hier ist ein Laden. Kann man sagen. Okay, schön. Und weiter? Ja. Jetzt haben wir es so, wir haben auf jedem Deck sehr viele Kabinen. Auf einem Deck weiter unten haben wir Suiten, die haben normale. Ich zeig dir mal kurz. Also hier, also wir haben eine Kabine hier normal, weiße Wände ohne Tapete, alles. Siehst du das? Es gibt hier ein Muster, das ich gerade nicht im Kopf habe, weil nebenan haben wir wieder so eine Kabine. Schlechtes Beispiel. Aber hier haben wir so eine Kabine, die komplett halt eine Tapete hat. Das wechselt immer ab. Und zwar hat das was damit zu tun. Ah doch, es hat was damit zu tun. Hier ist einfach nur, weil ich hier keinen Platz hatte wegen Doppelwände. Okay, das heißt, die Kabine ist falsch eigentlich. Also es ist normalerweise so, Kabinen, die eine Couch hatten, hatten Tapetenwände. Okay. Kabinen, die keine Couch hatten, sondern Stühle, waren weiße normale. Das ist so der Unterschied dazu gewesen. Des Weiteren habe ich das damals mir ausgedacht, beziehungsweise durch irgendwelche Modelle der Kabinen erschlossen, dass die Tapetenfarbe auf jedem Deck unterschiedlich ist. Das hat sich dann tatsächlich durch neue Fotos dank Janis bestätigt, dass tatsächlich manche Kabinen unterschiedliche Tapeten haben und deswegen gehe ich davon aus, dass jedes Deck unterschiedliche Tapeten hatte. Sehr schön. Warte, auf welchem Deck? Sonst gibt es hier, glaube ich, nicht viel zu. Also die Kabinen sind alle gleich auch sonst, ne? Nur damit du Bescheid bist. Hier vorne. Komm, ein bisschen schneller, wir haben nicht viel. Ja, ich renne ja schon. Notausgang, so. Hier ist die dritte Klasse. Bereich, Promenade, hieß das. Vorne geht's zum Bug. Die dritte Klasse ist eine reine Auswandererklasse. Es gibt hier keine Freude und kein Luxus. Denn während auf anderen Schiffen in den 20er Jahren nach New York es Regelungen gab, was die Unterkünfte der dritten Klasse belangte, wissen wir ja, das wurde ja angehoben und so. Die mussten ja alle die Touristengäste einführen, muss alles ja gehoben werden und so. Anscheinend hatte Südamerika diese Gesetze nicht. Das, weil man hat halt hier noch diese wirklich Massenschlafseele. Halt, hier kann man gleich mal runtergehen. Hier haben wir halt dritte Klasse. Die hat nur ein Speisesaal, die hat kein Smoke Room und kein General Room. Wahrscheinlich wird das alles hier gleichzeitig gemacht. Das ist der einzige öffentliche Raum in der dritten Klasse. Wir können die mal kurz abhaken hier, weil die ist echt nicht spektakulär. Dann können wir. Also dann geht man hier drunter. Ist mir auch beim Videodrehen aufgefallen, dass man hier nicht viel findet. Genau, die Schlafsäle wurden dann halt nummeriert nach A, B und C. Hier haben wir Schlafsaal A zum Beispiel. So, Massenschlafsaal fertig. Die anderen Abteilungen sehen auch so aus. Das war's. Das war die komplette dritte Klasse. Ah. Und ja. Ja das gut, das ist halt aber auch mal ein interessanter Punkt, den man nicht immer so auf dem Schirm hat. Nämlich diese Beschränkung zum Beispiel, dass eben nicht mehr so viele Einwanderer reinkommen durften nach Amerika. Und deshalb schrumpften die dritten Klassen auf den Schiffen ja dann in den 20er Jahren. Das galt ja nur für Nordamerika, also die USA. Für Brasilien und Argentinien beispielsweise galt das ja nicht. Das heißt, die konnten ja so munter weitermachen. Ja, ja. Die Bösen. Hier ist übrigens. Ist ein bisschen lang. Ja, ich muss das mal fliegen. Hier ist übrigens der Barbershop und der Lady Hairdresser. Könnt ihr im Release-Video sehen. Ja, habe ich mal zufällig dann hier noch gesehen. Musste ich dann unbedingt mal reinfilmen. So, was haben wir hier? Ah, Oberstjord-Büro. Okay. Gut. Ich schau kurz. Ah ja, ja, kurz mal durch, nach hinten durch. Hier hinten ist ein Dead-End-Korridor. Finde ich nicht gut. Ist gefährlich, aber naja. Außerdem auf einem Schiff, auf das so leicht entflammbar ist. Und hier geht's dann in den Küchentraktbereich. Der ist hochgelegen, also die südamerikanischen Schiffe machen das alles ein bisschen anders. Die öffentlichen Räume sind alle oben, Speisesaal ist oben. Ich gehe mal davon aus, hat was mit der Ventilation und der Temperatur zu tun. Dass man halt in warmen Gebieten halt sowas einfach. Du kannst keinen Speisesaal tief im Bauch eines Schiffes haben, wenn draußen 30 Grad plus halt herrscht. Ich glaube, dass. Ja, deswegen oben große Türen. Ja. Hier ist die Hauptküche. Kann kurz mal reinschauen. Hallo. Also die Küche der ersten Klasse, die Hauptküche. Hier wurde halt lecker Fleisch gemacht zum Beispiel. Ja, genau. Ja,
Wie also sagst du, eine Küche, ne? Hat sehr viele Lachen. Hier kommen wir nicht durch. Doch, können wir. Okay. Seitenkante Promenade, abgespeckt, ebenfalls einen ganz kleinen verglasten Bereich. Mhm. Unten offenen Bereich. Seitenkante konntest du auch noch ein Deck weiter nach oben, die Treppe nach oben benutzen. Das heißt, sie waren nicht nur auf dieses Deck hier beschränkt, sondern konnten auch hier oben noch da umlaufen bis zur ersten Klasse Promenade. Dann gehen wir mal kurz rein. Hier ist übrigens eine Wäscherei und eine Plätterei und alles schön da dran. Auch ganz nett. Kann man nur von innen erreichen, nicht von außen, glaube ich. Also ein bisschen. Okay. Bist du, wenn der Schiff sinkt, dann musst du das Fenster einschlagen. Ja, hier ist das einzige Treppenhaus der zweiten Klasse. Und wie du erkennen kannst, ist das sehr spektakulär. Das Schiff ist wirklich erste Klasse getrimmt, komplett. Ja. Wir gehen auch hier sofort runter. Ja gut, wie viele Leute sind denn auch Richtung Brasilien, Argentinien so unterwegs im Schnitt? Und es gibt ja auch relativ viele Schiffe, die da fahren, von den Franzosen, von den Deutschen und so weiter. Und die müssen sich dann alle auf diese Schiffe verteilen, diese Passagiere. Da wird es hauptsächlich in der ersten Klasse wahrscheinlich sich abspielen, das Zeug. Genau, hier haben wir den Raucherraum, der ist hier. Mhm. Nett gestaltet, also doch, finde ich schon ansprechend, ja. Gemütlich, auf jeden Fall klein, nett. Und direkt gegenüber ist der Damensalon, der Gesellschaftsraum. Ja. Genau, so viel dazu. Ich finde, ich mag die Farbkombi, ob die stimmt, weiß ich nicht. Auf demselben Deck direkt, weil die ja alle großen öffentlichen Räume auf demselben Deck haben. Hallo, wir sind übrigens oberste Büro. Haben wir einen Speisesaal der zweiten Klasse. Der muss ja logischerweise oben sein, weil die Küche auch oben ist. Das heißt, ne? Und ja, der ist halt hier. Willst du was zu den Blumen sagen? Ich habe jede Minecraft-Blume auf den Tischen platziert, die es gibt. Und da gingen mir die Blumen aus und ich musste Pilze platzieren. Also hier sind alle Minecraft-Blumen, glaube ich, platziert. Ich hätte noch mit den Bäumen weitergehen können. Also ich hätte anstatt den Pilzen die Bäume setzen können, aber... Hier geht's dann in die erste Klasse. Hier steht ein Stuhl vor, weil den soll man nicht benutzen. Den Gang ist Notausgang. Ja. Hier sind wir im Upside-Case, von dem Haupttreppenhaus. Hier gibt's einen Blumenladen, kann man da schöne Blumen kaufen. Zum Beispiel auch hier den... wie heißt es, die Kugelfischblume? Fand ich sehr schön. Ah ja, cool. Schön. Ja, okay. Die Suiten sind hier. Genau, hier schon die erste Suite, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Genau, hier. Das ist die erste Suite. Hier ist die erste Suite. Es gibt 3-4 Suiten auf einer Seite, also 8 oder 6 auf beiden Seiten, mit einem Sitting Room und mit einem direkt anschließenden Schlafbereich. Natürlich dann noch mit Toilette und allem drum und dran. Genau. Ja, okay, gut. Hier ist der nächste. Alle unterschiedliche Stile, unterschiedliche Holzarten, wie ich es gesehen habe. Wie man hier halt sehen. Gehen wir mal durch alle durch, sind ja nah beieinander. Hier noch einer. Manche hatten Tapete, manche hatten nur Holz. Wie gesagt, unterschiedliche Stile unterscheiden sich alle. Es sind 4, glaube ich, ja. Auf jeden Fall. Finde ich sehr schön. Also, wenn man mit dem Schiff reist, sollte man sich eine dieser Kabine holen. Also, wirklich. Annehmlich. Ja, wenn man sonst nichts bezahlen muss, dann kann man sich so eine Kabine holen. Ja, und das war's tatsächlich auch. Wir machen das schnell. Hier unten sind halt ganz normale Kabinen wieder. Nur diesmal wieder mit anderen Tapeten. Und zwar diesmal haben wir. So ein Muster. Immer noch blau oben ist grün ein Deck weiter. So, ne? Wie gesagt, habe ich ein bisschen getauscht hier. Kann man sich noch was anschauen? Man kann das sich noch Schwimmbad anschauen. Zum Beispiel. Ja, das war mir schon klar, aber ich wollte noch was anderes anschauen. Eingangsbereich hier. Hier kommt man rein, unspektakulär, halt groß, aber hier ist der Eingangsbereich. Der Haupteingang der Klasse, ja. Haupteingang der zweiten Klasse ist hinten auch, das wollte ich noch zeigen. Gleichzeitig ist das Kinderspielzimmer. Ich wusste nicht genau, wie wir es gemacht haben, also deswegen ich wusste auch nicht, ob hier Spielzeug und so ein Schrank ist, weiß ich nicht. Aber hier ist auf jeden Fall der Eingangsbereich und gleichzeitig auf dem Plan das Kinderspielzimmer. Ja, gut, ne? Die werden halt wahrscheinlich das Spielzeug. Die werden das Spielzeug halt aufgeräumt haben, wenn dann hier das Schiff im Hafen war, dann konnten die Leute hier reinkommen und wenn es auf See war, brauchst du den Bereich ja nicht mehr. Ja. Kannst du hier die Kinder spielen lassen. Dann gehen wir mal kurz hier runter. Multi-Use ist das Stichwort. Und hier sind wir halt auf der Hamburgerischen Straße oder keine Ahnung, wie man die Straße nennen möchte, und hier sind halt alles Crew. Alles. Ja, oh ja. Auf beiden Seiten. Sind hier Crewkabinen verschiedenster Arten mit lustigen wasserdichten Türen.
Wahrscheinlich gibt es eine Dado, es gibt kein Foto, vielleicht gibt es auch keine Dado, ich weiß nicht, was die Deutschen da gemacht haben. Also unten so ein Farbstreifen, wisst ihr. Ja. Jetzt muss ich schauen, kann man? Man kann. Weißt du, man kann. Guck mal, ich kenne mich doch noch ein bisschen aus. Das ist das Treppenhaus zum Schwimmbad der ersten Klasse, hier oben. Haben sogar einen extra Aufzug. Hier. Ein bisschen versteckt, ein bisschen seltsam, man muss hier ja nicht sagen. Aber auf jeden Fall haben wir hier das Treppenhaus, was in Minecraft mir sehr geschadet hat, weil das geht eigentlich nicht so, wie es hier verläuft. Das ist eigentlich andersrum. Und ich fühle mich in die France zurückversetzt, weil die hat auch eine extra Treppe, die einfach mal so rumgeht durchs ganze Schiff, bis man unten ankommt. Ja, wir kommen im Treppenhaus. Ja. Also man merkt, ich bin ein bisschen durch den Wind. Willkommen im Schwimmbad, genau. Ja, nettes Schwimmbad. Wir haben hier schöne Kachelmuster. Wir haben hier, ich weiß nicht, welcher Stil das ist. Es gibt ein Farbfoto hiervon. Die Farben müssen stimmen. Doch, die stimmen. Ich habe ein Farbfoto hiervon. Also ist, ja, genau. Mit einer Bar kann man sich Sachen hier holen. Die sind die Umkleiden. Ja, ganz nett. Auf der anderen Seite. Mit der anderen Seite haben wir hier einmal die medizinischen Bäder, welche du als irgendwelche anderen Räume. Ja, Anwendungen, hast. Treatment Room, genau. Das sind verschiedene Anwendungen. Ich weiß nicht, wofür das hier alles gut ist. Hier haben wir so eine komische Lampe, die einfach hier rumsteht. Okay, das ist klar, das ist hier dieses typische elektrische Bad. Dann haben wir hier noch sowas ähnliches, wo man dann hier die Füße ins Bad reinpackt und die Hände, damit man auch elektrisiert. Eine normale Badewanne und ein Lichtbad einfach nur, weil man anscheinend damals dachte, dass Glühbirnen ausreichen, um sich zu bräunen. Hier ist die Badewanne, da schmeißt man dann einen Föhn rein oder was? Ich weiß es nicht. Und nebenan befindet sich halt der coole Ruheraum halt hier. Mit einem, mit einer Heizung beheizt, mit einem Spiegel und ja. Ja, doch, auf jeden Fall interessant. Ja, so viel dazu. Das waren jetzt alle wichtigen, schönen Räume. Wir können jetzt dann noch den Pumpenraum besuchen und durch die Wand durchbauen. Denn dann kommen wir in den Urlaub. Hier ist ein Pumpenraum für das Schwimmbad. Mit irgendeinem Kabeltunnel. Genau, ja. Der pumpt halt alles hier aus dem. Das sorgt halt für die ganze Sache. Wenn wir uns hier reinbauen, haben wir hier den Kesselraum, der mehr Leid als Spaß war, weil ich hier alles mit den Debugs machen musste. Aber, genau. Hauptsache, du hattest hier drin Leid. Okay, Max hat hier mehr Leid drin. Auf jeden Fall, ja, Max hat es nämlich gemacht. Auf jeden Fall, hier haben wir Ölkesselräume. Ja. Mit unterschiedlichen Filtern an der Seite. Max weiß ganz genau, was das ist, weil wir hatten einen schönen kleinen. Das hier ist so eine Art Watching-Tank oder sowas. Da kann man quasi irgendwie wahrscheinlich die Qualität des Öls prüfen, weil das da irgendwie durchfließt. Das kannst du da sehen. Dann haben wir hier Sandkästen, falls man hier was mit Sand löschen soll. Die Kessel selber, die sehen ein bisschen seltsam aus, weil normalerweise sind die eigentlich dunkler, aber die sind halt hier mit so komischem Material eingepackt. Das kann man auch auf Bildern sehen. Dieses Material ist da teilweise rangetackert. Einfach wahrscheinlich, um sie zu isolieren und einfach noch effizienter zu machen, dass sie nicht so viele Wärme verlieren. Ja, das war irgendwie so ein weicher Schaumstoff, ich weiß, Art ähnliches Zeug, ja. In Minecraft kommt das jetzt nicht so rüber, aber. Nee. Ja. So, und sonst haben wir halt hier noch diverse Pumpen für alles Mögliche, ne? Also ich kann jetzt auch nicht mehr alles auswendig. Aber es gibt auf jeden Fall Pläne, wo das draufsteht, was da was ist. In einem Rundgang müssten wir uns das wahrscheinlich. Oh, bitte kein Rundgang. Bitte, Leute, schaut das Video nicht an. Okay, Spaß, doch klar, schaut es an. Aber Rundgang habe ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es fühlen würde. Aber ja. Genau. Ja, keine Ahnung, wir müssen auch keinen machen. Dann haben wir hier auch einen extra Boiler, wo ich gerade nicht mehr weiß, wofür der da war. So, ja, das ist doch immer dieser Hilfskessel oder sowas, ne? Ja. Glaube ich, das ist ein Hilfskessel. Ah, und hier haben wir den Hilfsmaschinenraum, glaube ich. Der Generatorraum halt. Ja. Mit Dieselgeneratoren, also für die Stromerzeugung werden Dieselgeneratoren benutzt. Hier hinten haben wir noch ein Umspannwerk, das sind die Transformatoren. Das ist wie ein Kraftwerk hier drin, ne? Verschiedene Pumpen. Hier haben wir teilweise auch Ölfilter, Ölleitungen, Öl irgendwas. Ölpumpen natürlich. Was fällt mir noch so ein? Hier ist diese roten Teile, das hat was mit Feuerlöschschaum zu tun. Das sind Feuerlöschschaumsysteme, die dann die Löschanlagen versorgen. Gibt es mehrere, hier auch mindestens zwei. Ja, und hier oben sind dann noch so Werkstätten und so, die typischen Sachen, die der Maschinenraum auf alten Schiffen halt rumherum hatte. Ja, ja eben, ne? Workshops und sowas. Und hier ist halt der Hauptmaschinenraum, genau. Mit Getriebeturbinen waren es, glaube ich, oder? Ja, ja, bestimmt. Das sind diese kleineren Turbinen, die wir hier haben. Und irgendwann gibt es da in der Mitte noch ein zentrales Getriebe, das dann letztendlich die Wellen, die Wellen antreibt, die dann hier hinten rauskommen. Es sind zwei in der Stückzahl. Ich hätte eigentlich vermutet bei so einem Schiff, dass es vier hat oder so, aber es waren nur zwei.
Und eine ganze Menge Öltanks hier hinten und wieder dieses eckige Zeug, das man hier sieht. Was haben wir hier noch? Was erkenne ich ja auf Anschlag wieder. Ja, in der Mitte halt für den Chief Engineer so ein kleiner Tisch, dann die Telemotoren etc. Blum und Voss Hamburg, die Werft mal mit vermerkt. Das, was man so kennt, habe ich einfach mit eingebaut. Hier oben war das Switchboard nicht. Das ist im anderen Raum halt auch noch über den Maschinen, haben wir jetzt nicht hingeguckt, aber das könnt ihr selber auch angucken. Da wäre das Switchboard gewesen. Maschinenwerkstatt, ja. Ja, genau. Also solches Gedöns befindet sich hier überall. Aber das war's eigentlich auch schon. Wir gehen jetzt mal durch den vierten, durch den dritten. Den Schornstein, der kein wirklicher Schornstein ist, ist nur eine Attrappe. Ja. Aber was auch hochläuft, ist eine Diesel- oder eine Ölleitung. Ich glaube Ölleitung. Weil wir haben oben einen Öltank am höchsten Punkt im Schornstein. Interessanter Umwuchtsmoment da oben auch, wenn der irgendwie umkippt oder so. Ja, einfach um Notstromaggregate betreiben zu können. Ne? Also ja. Dann hat man hier halt auch ohne Pumpen, läuft das quasi mit der Schwerkraft hier nach unten. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwo hinkomme. Und kann quasi der Treibstoffzufuhr dann gewährleistet werden. Hier oben haben wir die Öltanks. Und da kommen wir sogar raus. Ja, man kann hier oben halt auch rumlaufen ein bisschen. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen, hätte ich ein Geländer hinmachen sollen, aber... Ja. Wer hier oben unterwegs ist, der muss sich absichern. Vielleicht gibt es irgendwelche Stangen, wo man sich dann irgendwie einhaken kann. Ja, und das war, ich hoffe, wir haben nichts vergessen, aber das war eigentlich die nette Tour auf der Capacona. Genau. Genau, also wir sehen, auf der Südatlantikroute gelten andere Sachen oder andere Regeln als auf der Nordatlantikroute. Design kann man da irgendwie machen, wie man will. Man kann es bullig designen. Auch die L'Atlantique ist ja relativ bullig, nicht nur die Capacona. Man kann immer noch eine Steerage Class mit sich führen in klassischer Manier, ohne dass man sich Mühe geben muss. Man hat die ganzen öffentlichen Räume und Küchen oben. Solche Sachen. Alles ganz nett. Ich denke, es ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung, das Schiff anzugucken, weil normalerweise sind wir ja auf dem Nordatlantik unterwegs. Jetzt, oder halt auf, keine Ahnung, wo sind wir noch so unterwegs, oder halt so ein bisschen Nordatlantik, so von Genua kommend. Oder, ja, auf anderen Routen tatsächlich gar nicht so sehr. Also auch Australien-Schiffe. Was müsste man da bauen? P&O? Doch, Janis hat seine Viceroy. Ich glaube, die fährt nach. Ja, richtig, nach Indien. Also Indienroute und sowas, das sind auch so Exoten. Aber das ist eben jetzt hier auch wieder relativ exotisch. Ne? Das kann man mal ein bisschen angucken. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu anderen Schiffen, auch mit dem großen Sportplatz hin. Das habe ich so auch noch selten gesehen. Also so eigentlich noch gar nicht. Von daher, ja, ich denke, wir konnten alles einigermaßen gut sehen. Noch irgendwas, was du anfügen möchtest? Eigentlich nicht, Download ist in der Beschreibung. Release-Video gibt es bei Max, könnt ihr auch angucken, kann Max auch vielleicht verlinken oder auch nicht. Das ist jetzt so eine neue Sache, dass Max halt für unsere Schiffe ist halt auch Release-Videos machen. Wir machen Schiffe auch, also auch die anderen Schiffe werden von mir mit solchen Videos bedacht, weil einfach auch diese Schiffe es verdient haben, international repräsentiert zu werden. Ich meine, wir sind hier gerade in Promotion, wir labern hier auf Deutsch die Leute zu. Das tut sich natürlich jetzt nicht unbedingt der Amerikaner, der Standardamerikaner an, sondern der guckt vielleicht mal kurz durch, wenn überhaupt. Und für den ist halt nicht so viel dabei, es sei denn, er möchte Deutsch lernen. Aber die Release-Videos sind halt international verständlich. Die arbeiten mit englischer Schrift und Musik und von daher mache ich das halt da auch. Damit die Schiffe entsprechend repräsentiert sind, wenn man sich hier schon die Mühe macht, sie zu bauen. Und Mühe ist hier wirklich was groß geschrieben wird. Ja, ich bin froh, dass das ja nicht vorbei ist. Ja, es ist heute endlich befreit. Ja, nee, erst um 23 Uhr, wenn ich es heute release. Oh ja, okay. Passt, ist Robin befreit. Aber bald wird es soweit sein. Das Schiff ist irgendwie böse. Ja, ich habe es auch bemerkt. Es ist einfach, man arbeitet und arbeitet und arbeitet und es steckt einfach diese Arbeit irgendwie weg. Also es ist wahrscheinlich auch ein Problem, wenn man mehrere Quellen dann hat und sowas, auch viele Quellen, dass natürlich dann so sehr viele Sachen bedenken musst. Sonst kannst du vielleicht einfach gucken, dass du es irgendwie einräumst. Aber wenn du dann in der Küche zum Beispiel Bilder hast, dann musst du halt, dich reinhängen, da irgendwie das genauso zu machen. Ja, sonst haben wir eigentlich alles gesagt. Alle Informationen sind, wie schon gesagt, in der Videobeschreibung, in den Kommentaren. Können gerne noch Fragen geklärt werden zu dem Schiff, falls euch dann noch irgendwas auf der Seele brennt. Und sonst können wir uns eigentlich schon wieder verabschieden, ne? Ja. Gut, dann viel Spaß mit dem Schiff. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute. Tschüss.